Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Skyrim with Mods. Ja, der Dämon hat den gerade krass weggehauen, cool. Wir waren in diesem Ingolborough, wo wir ja zwei Bosskämpfe sozusagen hatten. Ehe wir jetzt mal weitermachen, ich glaube, wir sollten uns um den Kollegen kümmern. Auf der Entfernung dürfte der Bolid ganz schön Schaden anrichten. Ich muss nur treffen, das ist jetzt natürlich eine gewisse Kunst. Gut. Schauen wir mal, ob wir ihn gelähmt kriegen. Die starken Gegner sind ja gern immun. Lähmende Rune. Ja. Hi. Wow. Du hast einen schönen Schlag. Pass mal auf, wir machen Lamm von Mara mit dir. Und danach machen wir einen richtigen schönen Kampf, okay? Wow. Das getroffen. So, ja. Du haust mich, ich hau dich, noch nicht ganz, aber ich bin dabei. Zack, und Jurianas Bulwark heißt das Ding, Y. Was? Oh. Das war dann aber doch schneller als gedacht. Ich dachte, ich muss das viel mehr Mühe geben. Okay, was warst du denn? Frost, Traman, Traman, Brood, okay. Ich muss gestehen, ich weiß nicht ganz, wo wir hier rausgekommen sind. Und so gern ich das Schild habe, ich sehe es so ungern vor mir, weil es mir die Sicht raubt. Nehmen wir jetzt erstmal Flaming Skull aktiv. So, das sieht man ein bisschen mehr. Und dann machen wir mal Looky Looky auf die Karte. Wo wir hier sind und wo wir hinkommen. Nee, ich hätte gern die Weltkarte. Ah ja. Sind da irgendwo, wir wollten aber eigentlich, wir zoomen ein bisschen, wenn ich mich täusche. War es nicht mal unser Ziel, im Süden rauszukommen? Wollten wir nicht mal eigentlich hier irgendwo in die Richtung oder so? Wir sind hier wirklich komplett am Rand der Welt rauszukommen. Dann lass uns mal auf der Karte gucken. Gibt es hier denn noch irgendwas Spannendes, wenn wir schon mal hier sind? Das haben wir erkundet. Da ist noch ein Schiff irgendwo. Okay, wir gehen mal hier lang. Stellen es doch mal aber erst auf schleichend. Hier ist dann noch ein Hawker, den der Kollege auseinandergenommen hat. Ja, Hawker Zahn bringt ein bisschen Geld wenigstens. Eine wirklich sehr trostlose Gegend. Aber ich glaube, das ist ein bisschen Korundumerz, oder? Sogar Eisenerz. Okay, sieht zwar für mich jetzt eher... Na gut, an der Perspektive doch. Ja, okay. Einverstanden. Und in der Perspektive bin ich dafür. Oh, da schwimmt was. Okay. Sehr unüberlegt, aber ich mach mal direkt hinterher. So ein Trollschädel, okay. Ich bin nebenbei nicht gern im Wasser im Spiel. Habe ich kein Vertrauen zu. Na komm, spring hoch. Herrlich. Das schaffst du nicht zu springen. Komm schon. So, wir wollten ja zu diesem Schiff. Ja gut, da werde ich durchs Wasser müssen, ne? Das ist der Trollschädel. Das ist das Schiff. Gehen wir jetzt mal links an Land. Ich glaube, da haben wir noch eine Chance, so halbwegs heimlich was zu machen. Ich gehe nach so einem Hawkers. Hinten läuft, glaube ich, ein Troll. Auf jeden Fall läuft da was. Ah ja. Eistroll. Ja gut, aus der Entfernung den zu treffen, das ist nahezu unmöglich. Wir versuchen es trotzdem. Aber wenn wir getroffen hätten, hätte das ordentlich Schaden gemacht. Lauf doch nicht weg. Oder bleiben wir jetzt im Moment stehen.
Er ist auch sehr nervös, hä? Alter, ging aber auch ganz schön schief. Das ist eine genaue Wissenschaft des Magie hier nicht. Major. Major, Entschuldigung. Da hat er aber einen auf Matrix gemacht. Einfach so zack weggeslidet. Gut, wenn wir das noch einmal schaffen. Das schaffen wir wahrscheinlich, so wie er liegt. Ist sehr cool. So. Das sieht aus wie ein Lager, da ist auch nichts auf der Karte bei mir. Nur Trollfeld, na gut. Mir ging es jetzt auch nicht um den krassen Loot. Ich wollte eigentlich nur, dass der uns nicht von hinten irgendwie kommt. Haben wir hier zufällig eine Aufgabe? Der Pfeil scheint direkt herzuzeigen. Da ist ein Hund. Das sind mehrere Hunde. Ach ja. Gib mir einen Moment, Kollege, ich baue da noch gerade ab. Hey, ich wollte den Überrest noch ausnehmen. So, und dahin sind Hunde. Wölfe. Ich bin der Meinung, hier laufen wir mit Bombardement ganz gut. Wir müssen uns nur mal so stellen, dass wir die ein bisschen besser sehen. Naja, wir haben ein paar getroffen. Bis da hinten? Das war ein Zufallstreffer. Läuft da viel Lebewesen rum. So. Ist nur so ein bisschen. Ist nichts Besonderes hier, oder? Ja, wir können in die Säcke schauen, aber meistens. Jetzt nicht. Na gut, haben wir den auch. Das war nicht gewollt, aber okay. Das ist interessant. Ein Tagebuch des Fischers. Kann man so fassen, dass ich mich von Skek wieder dazu habe überreden lassen. Hätte er sich nur betrinken und Geschichten austauschen wollen, hätten wir das gemütlich vor dem Feuer zu Hause in Windhelm tun können, statt in diesen gottverlassenen Watt. Aber die Fische beißen, Artwald. Und mit dem Fang, wir hätten die Fahrt mehr als bezahlen können. Ja klar, wenn wir nicht zuerst vom Eis umschlossen werden. Sein Boot nimmt bereits Wasser auf. Wir werden es wohl morgen noch einmal versuchen. Wenn wir dann immer noch nichts fangen, fahre ich nach Hause. Mit ihm oder ohne ihn. Soweit relativ nichtssagend. Jetzt muss ich aber trotzdem kurz auf die Karte schauen. Was soll denn hier hoch? Was soll denn hier für eine Mission sein? Ach, das da. Okay, ja, das ist aber noch weit, weit weg. Far, far away. Ne, wir machen jetzt erstmal zu dem Boot, gucken noch in das kleine Boot hier rein. Da bei den Schiffen ist gerade was gepluppert, oder? Das sind Schlachterfische. Oh, okay. Ja, passt mal auf, vielleicht klappt's ja. Es ist ein Versuch wert.
Mit Evil Twin. Ich sehe die Viecher im Wasser so schlecht. Vielleicht sie kommen aber trotzdem Kopien. Mal gucken. Na, vielleicht doch nicht. Ja, ich meine nur, wenn man schaut, wie viel das sind, das ist ja. Okay, das ist er nicht. War nicht gerade das Schiff? Ich komme nicht hoch. Artwort. Ja, Artwort hat es nicht geschafft. Skekr auch nicht. So, und somit ziehen wir durch die eisige Wüste. Irgendwo hier drumherum, dann kommen wir wieder hoch. Wir hatten ja letztens schon gesehen, dass hier ein kleiner Sandberg hochführt. Du hast mich erschreckt, Kollege. Das war wahrscheinlich seine Rache dafür, dass ich ihn vor uns getötet habe. Dass mir jetzt ein Schrecken einjagt. Einjagt? Klar, einjagt. Nicht einjagt, was für ein Deutsch. So, ich werde ihn bei Folge sehen. Von wem weiß ich nicht. Ich sehe niemanden. Der Winterkrieg, okay. Okay, die bedrohen mich. Okay, wusste ja nicht, dass die so wenig aushalten. Explosionspfeil oder sowas? Geil. Ganz gechillt. Ja, das hat schon ein gewisses cooles Feeling. Okay, gucken wir mal. Dietrich Gold. Nur für eine Fellrüstung ist der Wert ganz okay. Wo sind die mit Explosionspfeilen hin? Die muss hier ungefähr gewesen sein. Ist sie runtergeknallt? Na gut. Ach, oder warten, ist das die hier? Tja. Wir machen es ja fürs Geld. So, Dietrich Gold. Nett. Bleiben erstmal an Oberdeck. Hustet jemand?
Okay, hier kommen wir auch nur runter. Sieht aus wie eine Art Sklavenschiff. Ein sehr leeres Sklavenschiff. Ah, bald dein Zeug. Ja, war eine Überraschung, hast du recht. Boah, sie wiegt zwar wahnsinnig viel, aber sie ist echt voll geil vom Punkt her. Gravierte Nutzstiefel, auch sehr geil. Ich bin zu schwer, ich weiß. Ihr habt recht. Das ist noch das Wertloseste. Reicht das? Brauche ich nicht. Oh ja, kann man gut verkaufen. Gut, einfach dann. Zwergenhelm der Unsterblichkeit. Yes. Er ist jetzt nicht so toll. So, jetzt haben wir ein kleines Problem. Ich bin voll und muss zurück. Aber laut Karte ist da oben noch irgendwas. Ich weiß nicht, wie wir es am klügsten machen. Da drüben kriecht doch was rum oder so. Ich guck mal, ob wir da hinkommen, dass wir dann eine Schnellreise machen können oder so. Das ist ein komisches Zeichen. Ach, nur ein Polarfuchs, ne, komm, dich lass mal in mein Leben. Ich mach das Zeichen einfach ein bisschen körre. Ich erwarte nicht, dass. Ach, jetzt erkenne ich es erstmal, alles klar. Okay, das ist nur das Reisezeichen, das muss man ja wissen. Gut, okay, dann an der Stelle ein kleiner Cut. Ich gehe verkaufen und wir machen dann unten weiter, wo wir eigentlich so ein bisschen eher in die Richtung wollten. So, jetzt nach dem Einkauf schauen wir uns mal um. Wir sind, damit wir es wissen, jetzt wieder beim Felsenmohang und wollen in diese Richtung hier ein bisschen gehen. Schauen aber, ob wir da auf dem Weg irgendwas finden und ich sehe schon hier. In der Richtung ist noch was. Wir gehen mal besser auf den Schleichmodus, man weiß ja nie. Das sollten wir mitnehmen. Hat Vor- und Nachteile. Eigentlich hauptsächlich Vorteile. Man hat es erstmal gefunden, auch wenn es einem vielleicht noch nicht ganz so viel bringt. Aber wenn man eine Quest hat, kann man mit einer Schnellreise sehr schnell dahin. Das ist ganz angenehm eigentlich. Ah, eine Erzader. Oh, bei dem Baumstamm gibt es in der Regel immer auch Moratabinella. Schauen wir mal, ob wir da noch ein bisschen was kriegen, wenn wir schon mal hier sind. Da sind fast hintereinander zwei Sachen. Oh, Pavian. Wenn ich richtig sehe, das eine ist ein Wachturm und das andere ist, glaube ich, ein Lager. Da ist noch ein Tier. Glaube ich. Vom Geräusch habe ich nicht sicher. Ah, ein Fuchs. Ja, schön. Ist die Frage, wie gehen wir da am besten hin?
Das ist halt bei Skyrim immer ein bisschen anstrengend, das Bergsteigen. Man muss ganz viel klettern. Da kommt auch noch eine Höhle in Sicht. Ich schätze, wenn wir jetzt hier gleich rechts können wir in die Ecke kommen, dann kommt der Wachturm mal gucken. Nee, noch nicht ganz. Jetzt sind wir dann an dem Punkt, wo es ein bisschen heikel wird wegen Klettern. Man will ja auch nicht runterknallen. Okay. Sieht aus wie eine Thema-Ruine. Das kann ich nicht sprechen. Im Zuluft. Oh, verdammt. Knochendrachen. Perfekt, keine Deckung hier. Beholder, der wird mir nicht helfen. Golden Saint kann mir ein bisschen was helfen. Hoffe ich. Und ein mechanischer Drache. Gundut Wult. Okay, den habe ich aber ordentlich Schaden gemacht. Haut der jetzt ab, weil er verletzt ist? Der fällt irgendwo hinten runter, aber. Tja, so viel dazu. Oh! Da habe ich ein paar Leute aufgeschreckt, scheint mir. Die haben sich aber offenbar versteckt, weil sie nicht an mich rankommen. Zumindest ich sehe sie nicht. Da unten da? Nee, das sieht auch schon sehr tot aus. Da ist. Lebt das? Scheinbar nee. Okay. Schade ein bisschen. Hätte gern den Kollegen mechanischen Drachen ausgenommen. Aber gut, schauen wir uns erstmal hier um. Ist nur Deko, ne? Ja. Eine Truhe. Okay, vom Wert her erstmal alles gut. Oh. Pro aber, ihr könnt mir nicht viel tun, schätze ich zumindest. Aber trotz, dass ihr so langsam seid, seid ihr immer noch schnell genug für mich. Ich wollte eigentlich springen und nicht. Ja, komm schon, das schaffst du. Ich glaube an dich. Er glaubt leider nicht selber an sich. Schade. Ha, so. So, ich bin unten, ihr könnt kommen. Ja, damit komme ich nicht weit, wie ich sehe. Das wird mir nichts bringen. Lampfmara, ja, wird mir das bringen. Lehmt Rune, eventuell. So, und jetzt Down drücken. Wow! Ein Schlag.
Komm schon. Das ist nur niederwerfen, oder? Das Problem ist, wenn er es natürlich jetzt am Stück so triggern kann. Nicht in die Richtung aufstehen, dumm. Okay. Das ist natürlich sehr gefährlich. Gerade hier in der Gebirgsgegend. Dieses Niederwerfen ist echt anstrengend. Cool, meine Versauberung hat sie in der Zeit platt gemacht. Okay. Boah, ja. Aber dafür habe ich auch ganz schön auf die Fresse gekriegt. Wie gesagt, gute Rüstung, sei Dank. Ui. Hübsch. Okay, ja, ja. Argonischer Blutwein, Alter. Was das für einen Wert hat. Wiegt natürlich auch ordentlich. Ein menschliches Herz. Ha. Zwergstiefel der höchsten Ausdauer. Huch, nee, ich wollte eigentlich die Blumen pflücken. Genau. Noch irgendwo welche? Ich dachte, ich hätte gerade welche gesehen, aber nö, scheint nicht. Scheint noch nicht gesehen zu haben. So, ein bisschen Erz abbauen. So sparen wir den Schleichmodus immerhin. Wir sind ja hier gerade ganz bewusst reingesprungen. Die Ethereum-Kriege, okay. Wenn es genug Wert hat, wird es mitgenommen. Centurio-Kopf. Auch Gegner, die man. Oh! Ach, du bist tot, du stehst nur rum, okay. Wo war ich? Ah ja, auch Gegner, die man ernst nehmen sollte. Plotboy, concentrate to summon wire plotted homes, force. Das macht mir selber auch Schaden. Aha, tolle Sache. Ich kenne es sogar schon, okay. Nee, das ist nur das Rinderherz. Zack, ein paar Blümchen mitgenommen. Noch ein paar Blümchen mehr. Eine große Anlage. Boah, echt, das ist wahnsinnig wertvoll, dieser Wein ist. Okay, ehe wir jetzt hier reingehen, gibt es hier vielleicht mal einen Namen eigentlich? Ach, das ist Mzuluft. Stimmt, hat ja gesagt, kann ich auch sprechen, das ist immer noch Mzuluft. Okay, ehe wir nach diesen Mzuluft gehen, würde ich vorschlagen, machen wir hier einen Break und machen dann beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe auf jeden Fall, es war für euch spannend, interessant und ja, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und ich würde mich natürlich über einen Like freuen. Netter Kommentar hilft mir auch immer ganz viel weiter. Und ansonsten würde ich sagen, macht's nicht gut, macht's besser. Bis zum nächsten Mal und tschüss.